Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Dienstag, den 16. Juli. Heute hat der Christian in Münster Geburtstag. Gratuliere, lieber Christian. Heute ist auch der Gedenktag unserer lieben Frau vom Berge Karmel. Dort haben sich in der Tradition des Elia und seiner Prophetenschüler schon frühchristlich Gebetsgruppen niedergelassen auf diesem Berg nahe Haifa im Norden Israels. Und aus solchen Gemeinschaften sind die Karmeliten, deswegen heißen die so, entstanden, die besonders die Mutter Gottes verehrt haben. Und aus der Elia-Tradition haben sie das Zeichen des kleinen Wölkchens, das aus dem Meer emporstieg, für eine Vorausdarstellung der Jungfrau Maria empfunden. Also ein Zeichen dafür, dass die Erlösung naht. Und Maria und Meer, das lag schon etymologisch nahe für sie. Also das ist eine schöne Überlieferung. Das Wölkchen aus dem Meer, das den Regen ankündigt, der Dürre ein Ende setzt, das ist ein Zeichen. Und Zeichen und Wunder begleiten die Tätigkeit Jesu. Jesus tut solche Zeichen nicht, um die Menschen zu verblüffen und selber toll dazustehen. Er tut es aber auch nicht nur, um sie zu erfreuen oder damit es ihnen besser geht, sondern Jesus lässt Zeichen geschehen, auch im Wirken der Apostel und ihrer Nachfolger und überhaupt der Christen, die auf ihn vertrauen. Er lässt Zeichen geschehen, damit das Wort der Verkündigung beglaubigt wird. Denn das Evangelium erzählt vom anbrechenden Reich Gottes und die Zeichen, diese Erscheinungen in der Erfahrungswelt, die aber den normalen Gang der Dinge überholen oder manchmal sogar umkehren, die sind ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes nicht von dieser Welt ist und dass es dort anders zugeht als jetzt bei uns im Trott der immer gleichen Ereignisse und Abläufe. Also Zeichen stehen im Dienste der Verkündigung und beglaubigen das Wort. Allerdings, wenn man Zeichen sieht und erlebt und erfährt, dann dringt Jesus auch darauf, heute tut er es im Evangelium, dass man sich zum Glauben bewegen lässt. Zeichen gucken und Wunder mitnehmen und dann aber den Glauben verweigern, das ist nicht das, was Jesus sich gedacht hat. In jener Zeit begann Jesus den Städten, in denen er die meisten Wunder getan hatte, Vorwürfe zu machen, weil sie sich nicht bekehrt hatten. Weh dir, Chorazin, weh dir, Bethsaida, zwei Ortschaften am See Genezareth. Wenn einst in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, man hätte dort in Sack und Asche Buße getan. Ja, das sage ich euch, Tyrus und Sidon wird es am Tag des Gerichts nicht so schlimm ergehen wie euch. Und du, Kapharnaum, der Ort, wo er sich niederließ, seine Heimat, seine gewählte Heimat, meinst du etwa, du wirst zum Himmel erhoben? Nein, in die Unterwelt wirst du hinabgeworfen. Wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die bei dir geschehen sind, dann stünde es noch heute. Ja, das sage ich euch. Dem Gebiet von Sodom wird es am Tag des Gerichts nicht so schlimm ergehen wie dir. Also lokalisieren kann man das vielleicht nicht auf Jüst und Frankfurt oder wo sie jetzt sind, wenn sie zuschauen. Denn an jedem Ort wohnen solche und solche. Aber bei uns müssten wir nachfragen. Haben wir in unserer Zeit, in unserem Leben, in unserer Erfahrung solche Zeichen erlebt, Heils- und Gunst der Weise Gottes, die in unser Leben hineingeleuchtet sind, und sind wir mit ihnen und von ihnen her gläubiger geworden? Vertrauen wir dem Wort, das Gott in Jesus ausgesprochen hat und das in Jesus Gestalt angenommen hat? Hoffentlich tun wir es. Gott segne und behüte Sie alle.